Hallo Leute der fröhlichen Störungsfindung. Wir haben ja jetzt einige Störungen hinter uns und jetzt wollen wir uns heute einmal damit beschäftigen, wie wir die auch beheben. Und unser heutiges Thema dreht sich darum, wie fühle ich Kältemittel auf. Und wenn ihr natürlich kein kältetechnisches Video verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Also kann ich nur noch eins sagen, let's go. Ja, Kältemittel füllen klingt jetzt in erster Instanz easy going. Ja, ist es auch. Grundlegend, warum macht er jetzt ein eigenes Video darüber? Verstehe ich jetzt auch nicht ganz wirklich. Eigentlich, ja, Schlauch ran, füllen rein, tschüss. Ja, Video zu Ende. Ja, ich würde natürlich kein Video machen, wenn ich nicht wieder meinen blöden Senf dazugeben muss. Warum ich jetzt das Thema Kältemittel füllen nur rein aus Video nehme, liegt einfach daran, dass ich mich in letzter Zeit immer wieder mit Leuten unterhalte, die denselben Job machen wie wir. Vielleicht nicht so intensiv, aber die halt quasi auch mal Kältemittel füllen. Und dann erfahrt man immer wieder mehr, dass sie genau eine einzelne Methode haben. Und wenn sie nur eine einzelne Methode haben, und wir Kältetechniker, die natürlich intensiv und viel damit arbeiten, wissen natürlich, dass man mit einer Methode alleine nicht alle Kälteanlagen oder alle Störungen bezüglich Kältemittelmangel beheben kann. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, vielleicht mache ich mal ein Video darüber, damit die Leute auch mal sehen oder mal hören, hey, es gibt auch andere Möglichkeiten, das Ganze zu füllen. Und wenn man vielleicht auch mal informiert wird darüber, macht man es vielleicht auch richtig. Bevor wir mit diesem Video jetzt anfangen, möchte ich natürlich alle informieren. Kältemittel füllen darf nur ein zertifizierter Facharbeiter machen. Alles andere wäre gesetzlich verboten. Ich möchte hiermit natürlich niemanden anstiften, privat jetzt irgendwo mit Kältemittel zu hantieren, weil es natürlich gesetzlich verboten ist. Zusätzlich möchte ich erwähnen, gerade beim Kältemittel füllen ist es absolut wichtig, auf seine persönliche PSA zu schauen, wie zum Beispiel Schutzbrille oder Handschuhe, und dass euer Werkzeug dementsprechend sauber ist. Das heißt, es bringt euch nicht, wenn ihr Luft in eurem Manometer habt, es bringt euch nicht, wenn ihr Fremdgas in eurem Manometer habt, ihr macht es teilweise nur schlimmer. So, aber jetzt genug mit dem ganzen Klug-Gekacke von mir. Schauen wir uns mal an, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich tatsächlich, um Kältemittel zu füllen. Punkt 1, im Stillstand. Wir haben eine leere Anlage, wir haben Vakuum drauf, wir füllen im Stillstand einfach in den Sammler Kältemittel rein und wir haben eine Füllangabe. Das ist relativ easy going. Punkt 2, wir haben eine exakte Füllangabe und müssen einfach nur Kältemittel auffüllen. Punkt 3 ist, wir haben irgendwelche Schaugläser, die uns irgendwelche Hinweise geben, ist Gas da, nein, vielleicht habe Angst. Punkt 4, wir haben gar nichts. Wir haben einfach eine Anlage, die läuft und wir müssen sie irgendwie befüllen. Und der King of, ich fülle eine Anlage, der geht heute natürlich an die Kapillarrohranspritzung ohne irgendwelche Angaben. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Ihr habt eine Anlage, ihr habt einen Wärmetauscher, ihr habt schön Vakuum gezogen und in den meisten Fällen bekommt man das Kältemittel fast zur Gänze flüssig da hinein. Das heißt, man gibt einfach rein und füllt einfach flüssig in den Wärmetauscher hinein. Das ist einfach eine relativ easygoing Arbeit. Wie ihr jetzt gerade im Video erkennen könnt, ja, ist es eine relativ einfache Geschichte. Man sperrt den Wärmetauscher von vorn und hinten einfach mal ab. Man ratscht den komplett rein, dass wir rein nur den Wärmetauscher befüllen. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn er wirklich vernünftiges Vakuum drauf hat. Dann, ganz wichtig, wir füllen in den Wärmetauscher natürlich dann flüssig rein. Würden wir es gasförmig machen, dann hätten wir das Problem, dass wir so schnell das Volumen da drin gesättigt haben, ja, dass wir einfach keine Masse reinbekommen. Das heißt, wir füllen es einfach flüssig hinein. Es kann hin und wieder vorkommen, dass natürlich 1 oder 2 Kilo, je nach Füllmenge, je nach Größe, vielleicht dann nachher noch im Betrieb reingefüllt haben, aber da verweise ich natürlich dann auf die nächsten Punkte, die wir durchgehen. Aber im Großen und Ganzen bekommt man mit dieser Methode eigentlich alles hinein, ja, und es ist eine relativ safety Variante. Man sagt zum Beispiel, okay, 7 Kilo gehören in diese Anlage hinein und ich versuche natürlich die 7 Kilo einfach in diese Anlage mit hinein zu füllen. Und wenn wir natürlich diese 7 Kilo gerade nicht reinbekommen, dann
kommen wir jetzt gleich direkt und springen von Punkt 1 in den Punkt 2 hinein, weil Füllen im Betrieb. Wenn ich eine Anlage natürlich jetzt im Betrieb fülle, weil mir jetzt noch 2 Kilogramm fehlen, ich habe die Füllangabe, brauche ich natürlich eine Füllwaage, ist natürlich klar, ich fülle sie. Jetzt kommt aber der große Knackpunkt. Das Problem, was wir natürlich haben, sind natürlich jetzt azeotropisch, zeotropisch oder Einstoffe, die natürlich das Verhalten, wie wir füllen, drastisch verändern. Die meisten werden wissen, dass sogenannte zeotropische Kältemittel, das heißt, das sind diese ganzen Kältemittel, die eine 4 davor haben, ja, ungefähr das, was ich bei meiner Schule habe, und das war jetzt einfach schön geredet. Diese zeotropischen Kältemittel müssen wir natürlich zwingend flüssig füllen, weil sie aus mehreren Stoffen bestehen, die unterschiedliche Siedetemperaturen haben, und dadurch könnten sie sich entmischen, wenn wir sie gasförmig füllen. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich im Betrieb fülle, dann schaut die Welt ein bisschen anders aus. Ich hänge mich jetzt nicht mehr auf die Hochdruckseite und versuche den Wärmetauscher zu füllen. Wenn man jetzt ein bisschen mal den Kältekreislauf im Kopf mal durchspielen lässt, sage ich, okay, meine Flasche hat roundabout, ich sage jetzt ihren Wert bitte, 10 Bar, die Anlage ist im Betrieb, wir haben 13, 14 Bar, da wird nichts reingehen. Das heißt, wir füllen es natürlich sorgseitig. Und wenn ich sorgseitig fülle, flüssig, kommen ja bei jedem Kältetechniker sofort die Alarmglocken. Oh mein Gott, nicht flüssig, der Kompressor, er wird sterben. Wenn man das natürlich mit etwas Gefühl macht und den Manometer nur ein bisschen aufmacht und ihm schlückchenweise gibt, dann kann man das restliche Kältemittel flüssig auch über die Saugleitung reinbringen. Und für die Leute, die natürlich ein bisschen Panik haben, dass sie, oh nein, ich habe Angst, den Kompressor kaputt zu machen, dann gibt es natürlich auch Erfindungen, nämlich sogenannte Füllzylinder, die dir dein flüssig entnommenes Kältemittel aus der Flasche gasförmig machen und dass du das dann über die Saugleitung reinbringst. Muss ich aber ganz ehrlich zugeben, ich kenne persönlich vielleicht 2, 3 Techniker, die so etwas verwenden, also ich persönlich. Die meisten haben im Gefühl, wie sie eine Anlage befüllen können, im flüssigen, also mit flüssigen Kältemittel in der Saugleitung. Aber das sind eigentlich so für mich, und das mache ich auch am allerhäufigsten, ich fülle den Punkt 1, dann mache ich Punkt 2 und dann I'm happy. Kommen wir jetzt zu Punkt 3. Punkt 3, glaube ich, ist im Störungsdienst so die gängigste Variante. Die allergängigste Variante. Ihr kommt zu einer Anlage hin, ihr habt jetzt einen Kältemittelmangel und ihr seht, okay, da fehlen halt ein bisschen was. Ihr seht, ihr habt ein Schauglas, nach dem Filtertrockner meistens eingebaut, der Klassiker, ihr habt einen Filtertrockner, danach das Schauglas. Das kann man natürlich Theorie wieder einfließen lassen. Na, eigentlich gehört das Schauglas kurz vorm Expansionsventil montiert, was uns natürlich absolut viel bringt. Wenn das Expansionsventil irgendwo in 10 Meter Höhe montiert ist, auf irgendeinem Verdampfer, in einer Kühlhalle, die vollgestopft ist. Gehen wir vom Standard aus. Der Standard ist, ich habe ein Schauglas meistens irgendwo bei der Maschine sogar stehen beim Filtertrockner. So, Ende. Und ich sehe, dort ist Blasenbildung. Ich habe meine Messungen getätigt. Ich sage, okay, wir haben die Blasenbildung deswegen, weil wir einen Kältemittelmangel haben. Das heißt, ich fülle auf. Ich würde jetzt schätzen. Ich würde jetzt tatsächlich schätzen, Leute. Ich würde sagen, ungefähr roundabout 70% aller Kältetechniker würden es so machen. Also auch hier, schreibt mir bitte in die Kommentare, macht ihr das auch so oder macht ihr das nicht so? Wir füllen nach Schauglas. Das heißt, wir füllen die Anlage so lange, bis dieses Schauglas voll ist. Ende, das war's wieder. Natürlich sind wir Fachleute. Das möchte ich jetzt natürlich nicht sagen, dass wir jetzt hier zusammenpfuschen und hier nur nach Schauglas füllen, zusammenpacken und nach Hause fahren, sondern wir füllen natürlich nach Schauglas und wenn die Anlage eine gewisse Zeit gelaufen ist, kontrollieren wir natürlich die Überhitzungswerte und nochmal unsere Messwerte, wie ich es die Videos davor erklärt habe, um sicherzugehen, dass wir die Anlage natürlich nicht überfüllt haben oder vielleicht doch zu wenig Kältemittel da ist, weil das wäre natürlich auch möglich bei einem Schauglas, dass vielleicht doch ein klein wenig zu wenig Kältemittel da ist. Warum kann das sein? Rohrdimensionen falsch ausgelegt, Komponenten falsch ausgelegt und. Es gibt so viele Gründe, aber da kommen ein Video nach dem anderen. Da werden wir das natürlich noch genauest erläutern. Punkt 4. Wir haben nichts. Wir haben keine Angaben. Wir haben kein Schauglas. Was haben wir? Ha? Denkt mal drüber nach, Leute. Und wenn ihr nicht drüber nachdenken wollt, dann scrollt einfach mal ein paar Videos nach hinten. Wir haben Messwerte. Also, nehmen wir unsere Messwerte her. Können wir auch füllen. Aber, ganz wichtig, auch das möchte ich dazu sagen, auch wenn ihr es nur nach Messwerten füllt oder nach Schauglas füllt, das ist vollkommen irrelevant. Bitte nehmt eine Waage und schreibt genau auf, wie viel ihr füllt. Ich weiß, es war jahrelang gang und gäbe, wir nehmen die Flasche in die Hand, schütteln ein bisschen, oh Lord, waren jetzt ein Kilo. Ja, ich weiß, haben wir so gemacht. Aber mittlerweile sollen wir alles ganz genau dokumentieren, wie viel Kilogramm wir da, hier, dort nachfüllen müssen. Und deswegen nehmt eine Waage, schreibt das genau auf, somit seid ihr gesetzlich immer in der Green Zone
und könnt euch eigentlich mit ruhigem Gewissen zurücklegen, ohne dass euch irgendein Rechtsanwalt irgendwann mal auf die Füße steigt. Und jetzt, Trommelwirbel für alle, wir kommen, den King des Aufhöhlens. Wie viele Anlagen habe ich schon sterben gesehen, weil manche Techniker nicht wissen, wie man so eine Anlage füllt. Und witzigerweise sind es die kleinsten Anlagen, die wir überhaupt haben, wo einfach kein Mensch die eigentlich am Schirm hat überhaupt. Die Kapillarrohreinspritzung, Leute. Kapillarrohreinspritzung bin ich tatsächlich drauf gekommen, das ist so die Königsklasse beim Füllen. Weißt du nicht warum, aber ich habe so viele Kältetechniker scheitern gesehen, eine Kapillaranlage zu füllen. Klar doch, wenn ich so einen kleinen Kühlschrank habe mit Kapillarenspritzung, habe eine Füllangabe, easy going. Aber wenn ich eine Kapillarenspritzung habe, ich habe nichts. Ich habe keinen Sammler, wo ich vorher reinfüllen kann. Ich habe keine Füllangabe, ich habe kein Schauglas. Ich habe nichts. Ich habe nur meine Messwerte. Die sind natürlich sehr gerne gefälscht bei der Kapillarrohreinspritzung. Warum denn das? Naja, das ist natürlich ein Thema, ein klein wenig, wo es dann zum nächsten Video geht, in den nächsten kommenden Wochen, wo es um die Einspritzungen allgemein geht. Aber eins kann ich euch vorab nochmal verraten. Eine Kapillareinspritzung lasst immer die gleiche Menge durch. Das heißt, eure Überhitzungswerte, die ihr messt, sind wirklich nur aktuell, wenn wir schon auf Temperatur sind. Und wenn ihr eine Anlage zum Beispiel überfüllt, nur so ein kleines Beispiel, ja, läuft sie. Sie kühlt runter. Aber jetzt habt ihr keinen Tiefkühlschrank. Ihr habt eine Überhitzung von 10 Kelvin bei plus 20 Grad Raumtemperatur. Sollte man schon ein bisschen drüber nachdenken. Aber jetzt fahrt ihr runter unter Null. Ihr denkt, hey, rennt, ich fahre nach Hause, tschüss. Das haben wirklich sehr viele schon gemacht. Und nach 0 Grad, minus 10, minus 15 Grad, habt ihr auf einmal keine 10 Kelvin Überhitzung mehr, sondern Null. Und nachdem das Kapillarrohr nicht regelt, sondern weiter einfach auf die Null fährt oder vielleicht auf minus 1 oder minus 2 fährt, habt ihr eines gemacht? Einen qualvollen Tod für den Verdichter. Rest in peace. Aber das wollen wir natürlich nicht, deswegen machen wir dieses Video, damit euch das natürlich nicht passiert. Bei Kapillarrohreinspritzung, ja, ist es absolut wichtig, die Überhitzung immer im Auge zu behalten. Aber man sollte rein theoretisch auch wirklich warten, bis wir auf einen, sage ich mal, Safe Point sind. Das heißt, wenn wir im Temperaturbereich sind, wo wir uns sicher sein können, die Überhitzung wird sich nicht mehr großartig verändern. Es gibt natürlich jetzt, möchte ich natürlich auch den alten Hasentrick. So einen kleinen alten Hasentrick gebe ich euch noch mit bei der Kapillarrohreinspritzung. Habt ihr einen Verdampfer mit einem Ventilator? Gibt es so einen kleinen alten Hasentrick? Ja, ich habe den alten Hasentrick jetzt zum vierten Mal gesagt, einfach weil ich es Wort mega geil finde. Alter Hasentrick. Ihr dreht einfach den Ventilator ab, ihr füllt die Anlage und wartet, bis sie zurückreift. Komplett. Und dann dreht ihr den Ventilator wieder auf und schaut, ob die Bereifung weggeht. In den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen ist das dann die exakte Füllmenge, die ihr braucht. Aber natürlich, ohne nachträglich eine Überhitzung messen, werdet ihr nicht weiterkommen. Das heißt, ihr solltet die Anlage bitte bei Kapillarrohreinspritzung nicht verlassen, ohne die Überhitzung gemessen zu haben. Auch wenn es so easy going ausschaut, auch wenn es so ausschaut, ja, das ist nur so ein kleiner Kühlschrank, ah, da kann eh nicht viel sein, dann machen wir, füllen wir mal auf, tschüss mit Ü. Also ich habe die meisten Verdichter sterben gesehen bei Kapillarrohreinspritzung in meiner Laufzeit. Ja, und wenn ihr natürlich mehr über Vorgehensweisen in der Kältetechnik erfahren wollt, wie man was, wie, wo machen sollte, dann abonniert den Kanal, lasst ein Like da, kommentiert bitte mal, wie fühlt ihr die Anlagen? Habt ihr vielleicht andere Methoden, die ich hier nicht aufgezählt habe? Würde mich wirklich tatsächlich interessieren. Und auf Insta und auf TikTok werdet ihr immer wieder sehen, wo ich gerade bin und kleine Videos, was ich draußen so in der Praxis mache, erleben. Und auf Twitch können wir uns über die ganze Thematik natürlich im Chat unterhalten und ihr könnt mit mir gemeinsam nochmal die Videos ansehen oder einfach mit mir plauschen, wenn ich gerade unterwegs bin. Und damit kann ich nur noch eines sagen. Viel Spaß mit dem Video. Danke, dass ihr es angesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Chris. Ciao, ciao.